Schwan 1132 für Schwan 11. 1132 hört. Scheinbar verwirrte Person im Industriegebiet. Ist vor 15 Minuten auf der Rudolf-Diesel-Straße Höhe Baumarkt von einem Passanten entdeckt worden. Ja, hast du noch weitere Informationen? Nur, dass es sich um einen älteren Herrn handeln soll, der in Pantoffeln und Bademantel bekleidet auf der Straße rumläuft. Na, wir suchen mal. Wir werden ihn schon finden. Okay. Na, dann fahren wir los. Schönen guten Tag, die Polizei. Was machen Sie hier um diese Zeit im Bademantel? Polizei? Ist was passiert? Bisher nicht, aber Sie erkälten sich doch um diese Zeit im Bademantel. Wo wollen Sie hin? Ich will zu meinen Eltern. Die warten schon. Wie heißen Sie denn? Wieso? Ich weiß nicht. Und wo wohnen Ihre Eltern? Ich will doch nur zu meinen Eltern. Wo wohnen denn Ihre Eltern? Wir fahren Sie hin zu Ihren Eltern. Ich muss jetzt los. Meine Eltern, die warten doch schon. Bleiben Sie mal hier. Wir setzen Sie ins Auto, dann kriegen Sie eine Decke, dann ist Ihnen auch nicht mehr kalt. Ich kann nicht mitfahren. Doch, wir fahren Sie zu Ihren Eltern. Nein. Setzen Sie sich mal hin, ganz vorsichtig. Alles gut, alles fein. Aber doch, wir fahren Sie zu Ihren Eltern, das ist alles gut. Ja? Alles gut. Jetzt ziehen Sie mal eine schöne Decke und mit Ihnen warm, dann frieren Sie nicht. Dann ist schon die Zeit gezittert. Okay? Alles gut. Bleiben Sie mal sitzen, ja? Schwan für Schwan 1132. Schwan hört. Ich bräuchte mal ein RTW in die Rudolf von Dieselstraße wegen der verwirrten männlichen Person. Dankeschön. Sind warm genug? Was soll das? Wieso denn den Krankenwagen? Ich bin ja nicht krank! Was denken Sie sich? Setz dich wieder hin. Aber denken Sie wieder zu. Alles ist gut, die Leute sind kalt. Ich bin nicht krank. Nein, Sie sind nicht krank. Das sagt ja auch keiner. Guten Tag, der Rettungsdienst. Ach schön. Hallo. Guten Tag. Ja, wir haben eine ältere Person aufgefunden. Ja. Völlig orientierungslos. Ja. Na, wir schauen mal. Guten Tag, der Rettungsdienst. Guten Tag. Wie können wir Ihnen helfen? Ich muss nach Hause. Wir bringen Sie gleich nach Hause. Ich will jetzt los. Ich komme doch sonst zu spät. Sie kommen nicht zu spät. Wir bringen Sie nach Hause. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Ich muss jetzt endlich gehen. Dann gehen wir jetzt langsam. Wir nehmen mal die Folie von Ihnen bei, damit Sie nicht noch stolpern. Ja? Und dann gehen wir mal zu unserem Auto und dann fahren wir Sie nach Hause. Einverstanden? Geben Sie mir bitte noch mal die Hand. So, schön vorsichtig beim Aussteigen, bitte. Schön langsam. Ich will nicht. Kommen Sie mal. Doch, schön langsam. So, mein Kollege fährt nochmal mit. Hallo. Dort steht unser Auto. Wollen Ihnen doch nur helfen. Aua. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal. Nein, ich will nicht. Wir steigen jetzt in unseren Rettungswagen ein. Ich habe kein Taxi bestellt. Haben Sie doch, das ist doch kein Taxi. Schauen Sie mal. Nein. Jetzt schön vorsichtig beim Einsteigen. Halten Sie sich hier bitte mal fest. Dort ist ein Stuhl. Auf den setzen Sie sich bitte mal. So, schön langsam. So, bleiben Sie schön sitzen. Ich schnall Sie noch mal an. Ich will hier raus! Setzen Sie sich bitte mal. Keine Angst, wir tun Ihnen nichts. Ich schnall Sie noch einmal an. Im Auto müssen wir uns ja anschnallen. So, schauen Sie mal, hier ist der Gurt. Stecken Sie bitte mal den Arm durch. So, sehr schön. Aber keine Angst, es passiert Ihnen gar nichts. Ich kann nicht mehr aufstehen! Der Gurt hält Sie fest. Bleiben Sie ganz ruhig. Ganz ruhig. Sie sind hier im Rettungswagen. Ja? Es passiert Ihnen nichts.